So, wir haben jetzt unseren Trollinger Gutswein vom Jahrgang 2018 im Glas. Trollinger ist eine Rebsorte, wo in Württemberg eigentlich eine der Hauptrebsorten ist. Und bei uns im Weingut inzwischen nicht mehr. Wir haben nur noch 8% Trollinger. Aber es ist wie keine andere Rebsorte, steht sie eigentlich für unser Anbaugebiet Württemberg. Und wenn Württemberg für was bekannt ist, dann für der Daimler, für Linse, Spätzle, Säuterwürstler und natürlich für der Trollinger. Und wir haben jetzt einen ganz klassischen hier im Glas, unseren Gutswein. Er ist aber schon ein bisschen kräftiger, schon deutlich abgehoben zur Literqualität. Und liegt einfach auch daran, dass wir vom Rebmaterial, der Trollinger ist ja von seiner Herkunft, kommt er aus Südtirol. Es gibt eigentlich weltweit bloß zwei Anbaugebiete, wo der Trollinger nennenswert wächst. Das ist zum einen in Südtirol und hier bei uns in Württemberg. Der Name kommt wahrscheinlich auch von Tirolinger her, also daher der Ursprungsname. Wird er wahrscheinlich in Südtirol sogar beheimatet gewesen sein, bevor er hier nach Württemberg kam. Aber da streiten sich die Geister manchmal. Aber hier letztendlich deutschlandweit wächst er eigentlich nennenswert nur bei uns hier in Württemberg. Ja, und ist eine Rebsorte, wo von ihrem Naturell relativ großbeerig ist. Und daher ist der Trollinger eigentlich von seiner Farbe her immer ein bisschen hellerer Rotwein, ja, weil die Hauptfarbstoffe ja in der Beerenhaut lokalisiert sind. Und da habe ich natürlich vom Verhältnis vom Beerenfleisch zur Beerenhaut natürlich bei der großen Beere natürlich weniger Farbstoffe dran im Saft wie bei einer sehr kleinen Beere. Ja, aber nicht jeder Wein muss extrem dunkel sein. Der Trollinger ist eher einer, wo halt durch seine Eleganz und seine Frische überzeugt. Ja? In der Farbe ist der Trollinger, wie gesagt, immer ein bisschen heller, auch wenn man sehr hohe Qualität hat. Das muss aber gar nichts ausmachen, weil als Begleiter einfach zum schönen Vesper oder zum Fisch auf der Haut gebraten passt das sehr gut. Aber da sagt euch nachher der Evangelist noch viel mehr. Jetzt regnet ein bisschen, aber da lassen wir uns nicht durcheinander bringen. Regnen muss es auch mal, kann nicht jeden Tag Sonne scheinen. Wir machen halt einfach mal weiter, ich hoffe es geht. Und es kommen nicht allzu viele Tropfen auf die Kamera. Aber was wir hier beim Trollinger einfach auch versucht haben, weil Trollinger ist eine Rebsorte, wo in Württemberg natürlich auch viel in einige Jahrzehnte zurück auf Masse getrimmt wurde, auf immer noch größere Beeren, noch größere Trauben. Und deswegen haben wir hier Rebmaterial aus Südtirol besorgt, wo einfach noch kleinere Trauben bringt und eine bessere Qualität. Und aus dieser Traube ist der Wein eigentlich hauptsächlich gemacht worden. Ja, er ist dann auf der Maische vergoren worden und 8 Monate im großen Holzfass ausgebaut. Ja, jetzt regnet es aber immer mehr. Jetzt gehen wir zum Evangelos ins Trockene. Lasst euch schmecken. Sehr zum Wohl. So, jetzt probieren wir einen 2018 Gutswein Trollinger. Wow, was für eine Gerede über den Trollinger. Es ist wirklich manchmal ein bisschen so falsch schade, dass man den Trollinger einfach an den Trollinger zweifelt. Ich finde es schade, warum? Weil ich finde, Trollinger ist eine Rebsorte, die hier zu Hause ist. Klar, auch in Südtirol, wie das Sven erklärt hat, aber der Trollinger gehört doch zu uns. Und es wäre schön, dass wir uns ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Liebe den Trollinger. Wir wandern Richtung Cabernet Sauvignon, Merlot, kräftiger Rotwein. Und wir vergessen, wie toll ein Trollinger auch sein kann, wenn er gut ausgebaut wird. Klar, der Trollinger ist für manchen eine Klotz am Bein, weil er auf wichtige Lage besetzt. Man könnte ganz andere Reben wie Lemberger, aber auch Syrah, Cabernet, Merlot, Pflanzenweine, die im internationalen Vergleich viel mehr Chancen hätten wie ein Trollinger. Aber ich finde, ein Trollinger gehört zum Schwaben und ich finde es toll, dass wir bei uns noch diese Rebsorte haben. Deshalb, ich finde es schön, wenn Winzer wie Sven Erlanger diese Rebsorte und anderen natürlich in Württemberg auch diese Rebsorte pflegen und weiterhin ausbauen. Wie riecht ein Trollinger? Er riecht immer ein bisschen nach Pfeffer, nach Mandel. Seine Farbe, wie der Sven schon sagte, ist eine leichte Farbe. Ich schenke ihn gerade in diesem
kleine Rotweinglas, wie Sie sehen, eine leuchtend, leichte Rotfarbe. Viele sagen, ist es ein Rotwein, ist es ein Rosé, was ist das überhaupt? Ich sage, es ist eine Spezialität, die ihr Recht hat zu existieren und hoffentlich lang zu existieren. Also diese leichte Mandelnote, aber ich finde, wenn wir dann den Wein gemeinsam riechen, auch nach Himbeer, nach Himbeer, nach Kirsche, Sauerkirsche, Mandel, Pfeffer, würzig, Nelke, Zwetschge, alle diese Aromatik ist hier vorhanden. Er wurde im Holzfass ausgebaut, also die brauchen ein bisschen mehr Ausdruck und Tiefgang auch in der Nase. Wir probieren den Trollinger gemeinsam zum Wohle. So, was spürt man als erstes? Ganz klar die Würzigkeit. Ein bisschen Pfeffer. Und dann kommen die schöne Kirsche, Zwetschge, Nelke, Gewürznote. Eine feine Tanninenstruktur, ein Hauch Himbeeren, Sauerkirsche, ein Hauch Erdbeerenhauch, ein Hauch Karamell. Also eine schöne Struktur, Tiefgang, komplexe Gutswein. Schließlich, es ist ein Gutswein. Eine einfache Trollinger für jeden Tag. Die, glaube ich, in diese Qualität, in diese klaren und sauber ausgebaut, sehr, sehr, sehr spannend und für mich schon sehr hochwertige Trollinger. Also eine sehr schöne Trollinger, der seine Berechtigung hat. Ja, der Sven hat schon erzählt, klar, dazu, zum Essen, ein Klassiker, Linsen, Spätzle und natürlich auch Seitewürstle. Ich glaube, soweit ich weiß, sogar das Lieblingsgericht meines Sohnes. Aber nicht nur das, sondern man könnte eine schöne Vesper-Wurstplatte mit Gewürzbrot dazu. Ganz toll. Man könnte eine gebratene, scharf gebratene Kalbsleber mit Schmorzwiebel und ein Kümmelschüttel dazu. Man könnte, ja, Spargel. Ja, Sie schauen, gell? Spargel. Also, statt eine Hollandaise zu machen, machen Sie eine Beurre Rouge. Also, es heißt, normalerweise nimmt man doch Weißwein für eine Reduktion. Hier nehmen Sie doch Rotwein, also Trollinger, mit Lorbeerblatt, mit Schalotten, mit Pfefferkörner, schön reduziert und dann montiert mit schönen kalten Butter. Das Ganze wird sehr cremig, sehr butterig und dann lapieren Sie Ihre weiße Stangenspargel dazu. Einfach eine gute Idee, mal, wenn man einen Trollinger auch dieser Art probieren möchte. Ich hoffe, dass die Probe Ihnen Spaß gemacht hat. Für mich, das war wieder wunderschön, dabei zu sein, wunderschön mit Ihnen über diese Weine zu reden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nicht vergessen, was wir brauchen, das ist in Ihren Kommentaren, Ihre Likes, Ihre Meinung dazu, wie Sie fühlen, wie Sie diese Weinprobe finden. Es gibt uns Mut und Zuversicht. Also, ich wünsche Ihnen viel Spaß noch, genießen Sie den Wein und bleiben Sie gesund natürlich. Auf Ihr Wohl und Dankeschön fürs Zuschauen.